So Leute, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge und ich würde sagen, komm, ne? Machen wir es kurz und schmerzlos. Mit einer Hand tippen. Ist nicht leicht. So, unbesiegbar und let's go. Gönnen wir uns einfach hier alle Leute, die wir können. Weiter geht's. Ganz schön viele Low, aber das ist ja egal. Weiter geht's. Und gucken wir mal, wo wir hier ein bisschen was ausschalten können. Oh. Ja gut, das ist natürlich nervig. Ach so. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ach ja. Weiter geht's. Ist ja egal, ne? Wird ausgeführt. Hier mit ihrer Unsichtbarkeitstechnologie, ey. Wird ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen, gucken wir mal, was können wir denn hier kaputt machen? Wird ausgeführt. Alter, sind die Adler schnell. Mit diesem Upgrade, ey, voll geil. Haben wir nur einen Panzer dabei? Mehr Panzer. Absolut. Wenn ich hier auch ein bisschen vorangehe, ne? Was machst du, Panzer? Ist mir ein Vergnügen, Sir. Befehle, Sir. Weiter geht's. Ich muss gerade überlegen, wie sehen denn die nuklearen Sprengköpfe aus? Wird ausgeführt. Warte mal, du kannst dich einfach mal hier platzieren und dann den hier machen. Der andere Panzer, der ist immer noch verwirrt. Er kommt einfach nicht über diese Brücke. Ist einfach zu blöd. Danke. Kannst dich mal genauso dahin platzieren. Da geht echt so hart. Wunderbar. Okay. Haben wir uns einfach noch ein paar hier von. Brauchen wir nicht. Ja, ich muss ja immer rausfinden, was hier überhaupt das nukleare Silo ist. Weil sie mir immer wieder neu wieder da aussieht. Das hier, ne? Nee, Werkstatt. Ich weiß das nicht mehr. Warte mal, Physiklabor. Boah. Was hiervon ist das Physiklabor? Ist doch eigentlich gar nicht mehr. Geil. Meine Verstärkung kommt. Einfach weg, ja, das ist irgendwie. Ziel identifizieren. Oh, ja. Der WWF einer mitgenommen. Aber macht ja nichts. Geht ja auch, ne? Sind jetzt eigentlich alle hier? Irgendwie. Ich meine, ich rotte jetzt einfach hier die ganze Basis einfach aus. Weiß nicht so, ob es das ist, was sich das Spiel vorstellt. Ja, Sir. In Bereitschaft. Roger. Guck mal, kommt der Feuerfresser gerade an und zu spät. Sind doch hier gar nicht mehr, Mann. Oh, so ein Idiot. Angriffsformation. Ziel identifizieren. Ja, Sir. Wieder mal hinschicken schon mal. Wird ausgeführt. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Let's fucking go. Weiter geht's.
Zielvektor erfasst. Koordinaten übermitteln. Koordinaten empfangen. Ja, nach unten. Roger. Ach, ich geh erstmal nach oben, oder? Nee, komm, ich geh erstmal nach unten. Zielvektor erfasst. Das ist schon. Koordinaten empfangen. Glaube ich erstmal sinnvoll, oder? Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Ui. Sala-Grube ist auch hier. Das ist ja interessant. Oh, ne, muss ich das wieder. Warte mal. Die Raumeinheiten können ja so hin. Ah ja. Aber nö, bin jetzt zu faul hier was mir zu. Zu bauen. Raumschiffmäßig. Das machen die alleine. Das kriegen die hin. Zielgebiet? Wird ausgeführt! Weiter, Commander. Koordinaten übermitteln. Weiter, Commander. Hm? Achso. Ah, das Viech. Piu. Meint du? Auch hier mit hin. Roger. Koordinaten empfangen. Oh. Nuklear-Silo, aha. Guck mal. Da haben wir schon ein bisschen was. Fett kommt. Ja, ist okay. Eine Basis wird tatsächlich aber nicht angegriffen. Das finde ich cool. Was ist los? Alle voll verwirrt gerade. Na, wie kommt ihr hier klar? Nicht so gut. Nicht so schlimm. Voll viel. Ist es vielleicht schon... Habe ich dann vielleicht die Mission schon fertig? Wenn ich einfach nur die hier wegwichse? Sind alle Raketen-Silos? Wahrscheinlich nicht. Dauert jetzt auf jeden Fall einige Jahre. Wie kann ich sagen? Mag ich die Blob, 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 Blob. Oh, schön. Kanal offen. Nee, doch nicht. Nur wenn er schießt, können wir ihn angreifen. Ach ja. Schon aus, ist schon mal. Ja, eins ist weg. Cool. Ja, fokussiert mal alle die Dinger hier. Und bringt das auch alles mit. Mhm. Ihr dürft auch mit tatsächlich. Wird ausgeführt! Du auch hier. Ah, das Ding ist schon was. Du sollst angreifen, Finger. Mann, 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 schwer von Begriff. Als nächstes. Ist hier aus. Langsamer Fortschritt. Einfach nur die Raketen-Silos weg. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Wird ausgeführt. Du bist auch mit ins Geschehen, Freunde. Vor allem du. Wärst du dich? Okay. Letztes Ding.
Mal gucken, ob es denn schon reicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann hätten wir zumindest schon mal Raketen, die sind weg. So, bumm. Könnte es doch schon gewesen sein? Ja! Tatsächlich, das war's schon. Okay. Cool. Ja, wenn man sich halt tatsächlich hier... Ich glaube, wenn man sich hier wirklich die Lufteinheiten macht, also ich meine tatsächlich die Ladefrachter und nicht hier meine Einheiten hochschicken kann, mich hier so ein bisschen durcharbeiten, dann ist es gar nicht so schwer. Da kann man sich einfach hier schnell durchballern, eben alles wegwichsen und dann ganz entspannt die Dinger wegmachen. Ist sogar machbar, würde ich sagen. Sogar für mich. Aber ich bin ein ungeduldiger Haufen Scheiße. Oh, Masara. Drei wieder. Ja, Masara waren wir ja ganz am Anfang von StarCraft 1. Genau, und davon waren wir auch, glaube ich, der... keine Ahnung. Der Spieler war ja der... waren wir auch nicht ein Adjutant oder so? Ach, weiß ich nicht mehr. Von Masara. Egal, weiter. Kann man eine Karte ziehen? Wahrscheinlich nicht. Nö. Der Fall des Imperators. In Klammern Krieg. Wie die Kommandozentrale in der Nähe der Vororte von Augustgrad, Hauptstadt von Korhal. Captain, Admiral Dugal hat eine letzte taktische Besprechung anberaumt, bevor die Belagerung von Augustgrad beginnt. Ich werde sie jetzt zu seiner Taktikzentrale durchstellen. Ah, Captain, wir haben Sie schon erwartet. Wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, koordinieren wir unsere entscheidenden Angriffspläne. Sie sollten wissen, dass die stehenden Streitkräfte, über die Mengsk verfügt, zahlenmäßig recht groß sind. Auch wenn er sie nicht weiter verstärken kann. Mengsk ist ein erfahrener Taktiker. Seien Sie also darauf gefasst, dass er vielleicht Gegenangriffe starten wird. Und, Captain, vergessen Sie eines nicht. Wir haben zwar Mengsks Fähigkeiten geschwächt, was nukleare Angriffe angeht. Er verfügt aber noch immer über eine große Anzahl von schweren Kreuzern. Wir vermuten, dass er uns diese Schiffe entgegenwerfen wird, wo immer es möglich ist. Seien Sie auf der Hut, Captain. Zeigen Sie diesem Imperator, was das VED von seiner Herrschaft hält. Das war eine kurze Besprechung. Zerstören die Ming-Kommandozentrale. Ja, nichts lieber als das. Irgendwie gefühlt wieder der gleiche Ort hier. Okay. Kreuzer einsatzbereit. Oh. Aha. Kurs setzen. Was? Schilde hochfahren, Waffen bereit machen. Ja, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Energie. Assistent angegeben. Es. Oh. Ja, das geht ja schon mal fantastisch los. Nicht genügend Mineralien. Excuse me, what the fuck? Verstärkung ist bereits im Kampf. Ah. Nur noch ein bisschen Geduld. Melde mich zum Dienst. Nur noch ein bisschen Geduld, ja, ja. Commander. Nehme den Abflug bereit. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen was hier. Oh wei, ey. Melde mich zum Dienst. WBF Abflug bereit, Sir. Oh, du hast mir eine Raffinerie. Identifizieren Sie sich. Raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Energie. Energie. Maximale Energie. Ach ja. Okay, jetzt kriegen wir es gut weg hier. Sagen, wichst ihn jetzt bitte weg. Oh Gott! Da chillen die noch von an, Leute. Aber gut, jetzt könnte schon einiges, wenn der Tag scheiße ist. Ja.
Geil! Fantastisch! Hervorragend! Ich kann die Mission neu starten. Keine Einheiten mehr. Boah, ich hasse dieses Spiel manchmal, ne? Es ist so beschissen. Ich mag es, wie so ein Space Marine hier ist. Kurs setzen! Kann's kaum noch erwarten. Schilde hochfahren, Waffen bereit machen. Befehle, Captain? Sofort, Sir. Energie. Basis wird angegriffen. Ja. Ich bin sogar schon aus allen Löchern gekrochen hier. Basis wird angegriffen. Commander, WBF abflugbereit, Sir. Wenigstens diese Anfangsdings will ich hier nur überleben. Verstanden. Verstärkung ist bereits im Transit. Nur noch ein bisschen Geduld. WBF abflugbereit, Sir. Ah, ups, falsch. Commander. Oh, soll ich balancen? WBF abflugbereit, Sir. Identifizieren Sie sich. Bestätigt. Helf mal mit. So, komm, dann speichern wir den Bums jetzt einfach. Ups. Achso, da. Zack, wo muss ich meine Nummer hier eintragen? Verschwimmt hier. Kann ich das eigentlich ändern? Ist jetzt eigentlich. Man auf Z ist trotzdem Z. Ich dachte vielleicht, ne? Wäre das jetzt QWERTY-mäßig? Alles fertig. QWERTY-mäßig. Melde mich zum Dienst. So, let's go. Oh. Oh Gott. Oh nein. So war das nicht gemeint. Ein paar dahin. Ich wurde da gerade. Hallo? Muss ja leider aufteilen, mich. Weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ey, es sind viel zu viele, ne? Überlebt diesen Schlag einfach nicht. Ich überlebe den einfach nicht. Weißt du was? Dann ist mir das jetzt egal. Ihr könnt mich alle mal. Mann! Schreiben mit einer Hand ist eine Kunst für sich. So. Einfach filmen, wie gut ich doch gespeichert habe. So, jetzt fixt euch alle mal hier. Ich glaube, ich werde da einfach direkt losziehen und die Basis ein Platt machen. Ich habe auch keinen Bock auf die Mission. Scheiß auf alles, Freunde. Das ist für die schnellste Mission der Weltgeschichte. Ich finde schön, wie der das einfach alleine schafft, glaube ich. Unding online. So, wechseln wir weg hier, danke. So, Zugriff. Ich glaube, ihr alle mal. Ist jetzt nicht, weil ich pisst bin. Einfach, ich habe gerade einfach keine Lust. Ich komme, ich will jetzt einfach noch in der Folge vielleicht einfach ganz schnell die Mission hier fertig machen. Ich genau? Ne, ich habe nicht genau 12 Einheiten. Das hat, dass ich auch Ghosts geschickt bekommen, habe ich gar nicht gemerkt vorher. Würde ich direkt die nächste Basis bauen, ist das schön. Ah, juckt mich halt nicht, ne? NAVCOM ausgerichtet. Bestätigt. So. Wegen zwei Einheiten muss ich jetzt immer. Ja, nervig. Waren da gerade. Achso! Lustige Minen, die lustig sind. Verstehe. Boah, weh, ich muss jetzt auch noch wieder hinfliegen, ey. Dann krieg ich wieder Kotzen. Das nervt immer, dass man halt manchmal fliegen muss. Finde ich ein bisschen doof.
hätte man sich auch sparen können. Hier ist leider. Ich glaube, hier ist wieder Sackgasse. Wo uns hier durchballern soll, Verhungerung. Doch. Da war irgend so eine Minibasis hier. Warum existiert die? Ich meine, soll sie ruhig, aber. So richtig verstehen tue ich sie nicht. Ah, Mann! Bestätigt. Müssen wir einfach hier hin. Ziel ausgemacht. Ihre Streitkräfte werden angehen. Ganz auf die Taste drücken, damit ihr am Ende mein APM hochgeht. Anschläge pro Minute. Ihre Streitkräfte werden angehen. Kanal offen. Systeme funktionsfähig. Basis wird angegriffen. Weiter, Capcom. Ja, die Basis kam mir mal gerade. Hatte gar keinen Bock auf Basen-Management. Navcom ausgerichtet. Vielleicht wieder Basis verteidigen, gar keinen Bock. Irgendwie ein unsichtbarer Heini, aber die jucken mich nicht. Können mich mal. Das wäre so übel ohne Cheats, da einfach an jeder Ecke so eine hässliche Linie wieder kaputt machen. Die ganzen Einheiten aufsplitten und ich dann einfach nicht mehr zusammenkriege. Das ist nervig. Toon Link Online! Das Matchboss kann ich übrigens auch ohne Cheats durchspielen. Mit der da hinten rumsteht, kommen die alle nicht auf die Brücke oder was ist da los? Boah, ich hasse die KI bei dem Spiel manchmal, ne? So, bin so dumm auf die Brücke zu laufen. Lauf los. Da sind eine Pimmel-Einheiten. Hier. Mach die mal weg. Wäre ja, schön, wenn ihr einfach mal rüberkommen würdet. So wie ich es euch immer aufgetragen habe. Scheiß doch auf den komischen Unsichtbaren, der euch da anklickt. Deiner Maus. Oh mein Gott. Hier beginnt schon die Basis von Kollege Schnürschuh. Das ist ja herzallerliebst. Das ist so nervig, weil die Hälfte der Leute nicht mitkommen. Aber nur weil sie gefangen sind. Meinst du rumheulen hier? Ja, wir sind eh noch trapped. Was ist das wieder für eine Basis, ey?
einfach wir hier. Leute, ihr sollt scheiß auf das Viech da oben. Heide wird's geil. Komm, wir gehen jetzt durch. Kack drauf. Ey, das sind Basen, ey. Ich komm nicht klar. Aber hier sammeln wir uns jetzt mal alle. Ihr seid immer noch hier draußen. Ihr seid so eine Haufen Scheißes. Mehrzahl. Ist er gerade. Nee, das war der Gegnerische, ne? Immer wieder denke ich das so. Manchmal sterben irgendwie auch gefühlt welche von meinem. Bisschen dumm ist. Im Kontext meines Spielmodus, das meine ich natürlich. Guck mal, dieser Toon Link. Ich hoffe, von hier kommen wir da gleich hin. Ich denke schon. Aber zwischendurch mal ein bisschen was kaputt machen hier, warum nicht? Ein bisschen Basenzerstörung. So, durch hier. Ah, ich bin gleich da. Ich denke mal, wir müssen hier oben lang. Ja. Wunderbar. So. Weg mit dem Ding. Was ist das? Mann, das ist gerade. Okay. So. Ich gehe ja wohin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das war auf jeden Fall die bisher faulste Mission von mir. Einfach nur scheiß drauf rein. Ja, ein Vorteil ist, dass ich hier von Anfang an Einheiten hatte. Vor einige. Ist schon ganz praktisch. So. Captain, meine Sensoren melden das Flaggschiff der Liga, die Norad 3, in einer niedrigen Umlaufbahn. Vielleicht will Imperator Mengsk sich absetzen. Empfange Übertragung. Hier spricht Imperator Mengsk von der Terranischen Liga. Ich wünsche sofort mit Ihrem kommandierenden Offizier zu sprechen. Ah, da ist ja endlich der geheimnisvolle Arcturus Mengsk. Ich hatte gehofft, mit Ihnen zu sprechen, bevor wir unsere Aktivitäten hier abgeschlossen haben. Ich bin Admiral Gérard Dugal und ich muss Ihnen meine Anerkennung dafür aussprechen, dass es Ihnen gelungen ist, unseren Vormarsch doch tatsächlich so lange aufzuhalten. Sie sind wirklich ein würdiger Gegner. Vielen Dank, Sir. Allerdings müssen Sie wissen, dass Ihr Sieg hier für mich recht wenig Bedeutung hat. Ich habe zwar einige Zeit gebraucht, aber ich habe die Konföderation gestürzt. Ich werde auch Ihre Herrschaft stürzen. Das dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein, dass Sie zusammen mit Ihren ranghöchsten Offizieren öffentlich hingerichtet werden. Das wagen Sie nicht. Ha. Der Mann, der sich selbst zum Imperator gekrönt hat, will mir etwas über Wagen erzählen. Sie werden Ihrem Ruf schon lange nicht mehr gerecht, Bürger Mengsk. Captain, bereiten Sie die Verhaftung des Imperators vor. Diese Pläne müssen Sie etwas aufschieben, meine Herren. Sir, das Kommandoschiff der Rebellen, die Imperion, ist gerade in Reichweite der Symbole gekommen. Wir müssen einer kleinen Wer sind diese? Was zum Teufel machst du? Ich hole für dich die Kampagne aus dem Feuer ab. Jetzt halt den Kopf und pass auf. Wir haben noch ein ganz schönes Moment, miteinander zu rufen. Aber im Moment möchte ein gemeinsamer Freund dich lebendig sehen. Bereite deine Schiffe für einen dimensionalen Rückweg vor. So. Das darf einfach nicht wahr sein.
sie schlüpfen uns einfach so durch die Finger. Verfolgen! Verfolgen! Hm. Ah, ich habe trotzdem gesiegt. Oh weia, okay. Rayna und Mengs sind ja eigentlich verfeindet, aber wer will Mengs denn lebend haben? Wahrscheinlich die, Protoss? Also für die Rayna jetzt quasi ja unterwegs ist? Man weiß es nicht. Ach ja, was auch immer. Der Flug des Imperators. Ajur, ja, tatsächlich. Also wieder zurück zu den Dingen. Na gut, macht doch irgendwie Sinn. So, das juckt mich nicht. Ja, cool. Dann sind wir auch hiermit fertig. Haben wir doch schnell eine Mission abgeschlossen. Dann geht's dieses Mal hier weiter. Es fehlt jetzt auch gar nicht mehr viel hier, ne? Genau, nur noch 3 Missionen. Okay. Wunsch war noch Key. Wo waren jetzt die Missionen geteilt, wenn ich mal fragen darf? War das einfach nur der letzte Teil? Das würde ich mal überprüfen offscreen. Was passiert, wenn ich die Mission starte da? Also 5B. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und ja, sehen wir uns nächstes Mal hier wieder. Und dann geht's mit dem Flug des Imperators weiter. Also bis dahin. Tschüss.